Sie war von Anfang an begabt. Diese großartige Stimme kam aus diesem 12 Jahre alten Mädchen, wie aus dem Nichts. Die Leute sagten schon immer, dieses Mädchen wird es schaffen. Sie ist so erwachsen, als wäre sie schon mal auf der Welt gewesen. Eine talentierte Frau hatte einen Traum, ein Ziel, eine Sehnsucht. Und sie tat alles, was nötig war, um ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Sie will einfach immer ihr Bestes geben. Egal ob in der Musik, den Bühnenshows, dem Image. Sie gibt immer ihr Bestes. Sie ist dreifach begabt. Sie kann alles, singen, tanzen und schauspielen. Sie ist ein Star, man muss sie ansehen. Sie ist die am härtesten arbeitende Frau im Showgeschäft, das sagte James Brown. Alles, was Beyoncé im Musikgeschäft macht, macht sie mit Leidenschaft. Ich glaube, sie ist wirklich die größte Künstlerin überhaupt. Ein neues Idol wurde erschaffen, denn das ist sie, ein Idol. Beyoncé Knowles ist eine der größten Popstars der Welt. Sie hat die Stimme, die Bewegungen, das Aussehen. Sie lebt ihren Traum. Doch auch sie musste hart dafür arbeiten, diesen Traum wahr werden zu lassen. Beyoncé hat in ihrer Karriere nicht immer den leichtesten Weg eingeschlagen und war auch bereit, große Risiken auf sich zu nehmen. Bei meinem ersten Soloalbum war es ein bisschen seltsam. Ich war erwachsener. Ich hatte andere Dinge zu erzählen und einen neuen Stil. All die Stereotypen zu durchbrechen machte mir Angst. Ich war nervös, nicht sicher, ob ich die richtigen Singles hatte, die richtigen Regisseure ausgewählt hatte. Denn es ging ja nur noch um mich. Die musikalische Karriere war die eine Sache, den Beifall Hollywood zu gewinnen eine andere. Die Schauspielerei macht mir Angst. Ich fühle mich dann immer wie ein kleines Kind. Sie ist nicht immer erfolgreich gewesen. Alle unsere Freunde sahen uns im Fernsehen versagen. Wir waren am Boden zerstört. Durch alles hindurch blieb sie fokussiert und wurde eine Pop-Diva, die von einem Medium ins andere wechseln konnte. Und das tat sie mit Anmut und Selbstbewusstsein. Beyoncé Giselle Knowles wurde am 4. September 1981 als erstes Kind von Matthew Knowles und Tina Beyoncé geboren. Die Familie, die zur gehobenen Mittelklasse gehörte, wohnte in Houston. Ich wuchs in Houston, Texas auf. Und noch immer fühle ich mich zu Hause willkommener als überall sonst auf der Welt. The same Southern hospitality anywhere around the world. Es gibt keinen Ort wie Texas. There's no place like Texas. Was viele nicht wissen, sie sang im Kirchenchor. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man weiß, auf welcher großen Plattform sie sich heute bewegt. Sie sang damals in unserer kleinen Kirche in der Innenstadt von Houston. Und das hat bestimmt einen Kirchenchorzuwachs auf der ganzen Welt bewirkt. Beyoncé hatte schon damals eine großartige Stimme. Sie begann zu singen und die Erwachsenen waren verblüfft und fragten sich, wo kommt das denn her? Eines Tages, sie war in der ersten Klasse, kam sie nach Hause und sagte, sie will bei einem Talentwettbewerb mitmachen. Ich arbeitete bei Xerox und Tina hatte einen Friseursalon und wir sagten, das ist gut, Kleines, mach das. Such dir einen Song aus und arbeite daran. Wir dachten nicht weiter darüber nach. Dann kam der Tag, an dem sie singen sollte und wir als anständige Eltern waren natürlich dabei. Sie war ein schüchternes Kind, doch auf der Bühne wurde sie plötzlich lebendig und präsent. Sie war selbstbewusst und ging auf das Publikum ein. Sie bekam stehenden Beifall. Dann kam sie zurück zu uns und sagte,
Mami, Dad, wann kriege ich meine 100 Dollar und meine Trophäe? Und wir sagten, woher willst du wissen, dass du gewonnen hast? Und sie sagte, ich weiß, dass ich gewonnen habe. Mein Mann und ich dachten uns, wer ist dieses Kind? Danach merkte man, dass ein gewisses Talent vorhanden ist. Sie bekam Gesangsstunden und der Rest ist Geschichte. 1992 wurde die 10-jährige Beyoncé für eine neue weibliche R&B-Band gecastet. 6 Mädchen wurden ausgewählt, einschließlich Beyoncé und ihre Cousine Kelly Rowland. Damals hießen wir Girls Time. Wir sangen in Supermärkten und im Friseursalon meiner Mutter. Immer wenn wir eine kleine Show vorbereitet hatten, probierten wir sie im Friseursalon aus. Es gab da eine Bühne in der Mitte, die war eigentlich für die Maniküre. Wir haben dort Platz gemacht und die Kinder singen lassen. Die Kunden fanden das nicht immer gut. Sie saßen unter den Haartrocknern und die Kinder zwangen sie, sich die Show anzusehen. Wenn man uns Trinkgeld gab, wussten wir, dass es gut war. Wenn nicht, mussten wir mehr an uns arbeiten. Manchmal wurden wir ignoriert. Die Leute dachten, mein Gott, da kommen diese Kinder wieder. Ich will mir doch nur meine Haare machen lassen. Das war eine lustige Zeit im Friseursalon. Um 7 Uhr morgens gingen wir hinein und sangen den ganzen Tag. Girls Time war ein großer Erfolg in Houston. Und man war sich sicher, dass ein Auftritt bei Star Search sie zu landesweiten Stars machen würde. Als ich erfuhr, dass wir bei Star Search auftreten sollten, war ich sehr aufgeregt. Es war das erste Mal, dass ich im Fernsehen war und Star Search war damals eine wichtige Sendung. Die Mädchen und ich probten und probten. Wir dachten, das ist unsere Chance, Stars zu werden. Wir traten mit einem Song auf, der sich an Hip-Hop und Rap orientierte. Ich glaube, wir waren die Ersten oder sogar die Einzigen, die bei Star Search gerappt haben. Als wir auftraten, waren viele Leute verwirrt und dachten sich, was machen die bloß? Wir traten gegen eine Rockband an. Die waren alle über 30. Wir waren 11, 12 Jahre alt und machten einen Bobby Brown-Tanz. Das war ein großer Kontrast. Als wir unsere Punkte bekommen sollten, standen wir händchenhaltend da und man konnte unter den verrückten Klamotten unsere Herzen schlagen sehen. Die andere Gruppe gewann. Die Mädchen gaben alles. Es war eine tolle Performance. Und sie bekamen 3 von 4 Sternen. Und die Rockband, gegen die sie antraten, die gewannen 5 oder 6 Mal hintereinander. Sie bekamen 4 Sterne. Als die Mädchen das Ergebnis hörten, konnte man sehen, wie es ihnen das Herz brach. You could just see their hearts just being torn apart. It was like having. Es war, als ob jemand eine Luftblase platzen lässt. Like an excitement bubble. Vor allem, weil wir Kinder waren. Because I remember we were. Wir waren immer sehr geheimniskrämerisch und wollten nicht, dass irgendjemand weiß, was wir taten. Und jetzt sahen alle unsere Freunde uns im Fernsehen versagen. Wir waren am Boden zerstört. Wir fingen sofort an zu heulen. Es war, als ob sich unser kleiner Traum verabschiedete. Es war das Ende der Welt. Auch wenn Beyoncé Knowles mit ihrer Band Girls Time bei Star Search verlor, war das der Grundstein für ihren späteren Erfolg. Nach der Niederlage wollte Beyoncés Vater Matthew Knowles herausfinden, wie man die Mädchen motivieren und weiterbringen konnte. I go up to Ed McMahon and I say, Mr. McMahon, I'm a father. Ich ging zu Ed McMahon und sagte ihm, ich bin der Vater. Die Kinder sind am Boden zerstört. Können Sie mir irgendetwas sagen, einen Ratschlag geben? Und er sah mich an und sagte, Mr. Knowles, aus irgendeinem uns unbekannten Grund hört man von denen, die in dieser Show mehrmals gewinnen, nie wieder irgendetwas. Und die Künstler, die wirklich Talent haben, die gehen zurück, strukturieren sich neu und suchen sich neue Ziele. Das habe ich nie vergessen.
Matthew Knowles nahm sich den Ratschlag von Ed McMahon sehr zu Herzen. Nachdem wir bei Star Search verloren hatten, dachten wir, es ist aus. Wir werden niemals einen Plattenvertrag bekommen. Doch mein Vater sagte uns, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr singen wollt, ist es noch nicht vorbei. Ich werde euch helfen. Ich dachte mir, ich muss mich mehr einsetzen. Ich beschloss, mich zu verändern und gründete die Managementfirma Music World. Es war eine harte Zeit. Wir waren an zwei regelmäßige Einkommen gewöhnt und mussten nun anfangen zu sparen. Die Familie brachte viele Opfer. Die Mädchen hatten fast keine Freizeit mehr. Sie waren ständig im Studio oder auf Tour. Ich erinnere mich, dass mein Vater regelrecht in Copyshops wohnte. Spät nachts machte er die Präsentationspakete und CDs fertig und schickte sie zu Plattenfirmen. Matthew und ich lebten für eine Weile getrennt. Ich fand, er war besessen geworden. Die Situation bereitete ihm viel Stress. Zurückblickend finde ich es unglaublich, welche Opfer mein Vater, meine Mutter und meine Schwester aufgebracht haben. Mein Vater muss wirklich sehr an uns geglaubt haben. Alle sagten, Matthew, Tina, was ist los mit euch? Seid ihr verrückt geworden? Das wird niemals funktionieren. Wir zogen an einem Strang und alles ging gut. Als Matthew Knowles das Management für Girls Time übernahm, strukturierte er die Band um. Das Sextett wurde ein Quartett. Beyoncé, Kelly Rowland und Latavia Robertson blieben. LaToya Luckett kam neu hinzu. Sie brauchten nun einen neuen Namen. Man dachte an Klischee, Something Fresh oder The Dolls. Doch dann fand Tina Knowles in der Bibel das Wort Destiny für Schicksal. Matthew machte daraus Destiny's Child. Destiny's Child begann als Vorgruppe bei berühmten R&B-Gruppen wie Drew Hill und Imager zu spielen. 1996 nahm Columbia Records die Band unter Vertrag. Ein Jahr später veröffentlichte sie den Song Killing Time. Er kam auf den Soundtrack zu dem Film Man in Black. Ein guter Anfang, aber noch weit entfernt von echter Berühmtheit. Mein Geschäftspartner kam von einer Flugreise zurück und erzählte mir, dass diese Gruppe, Destiny's Child, in der ersten Klasse auf ihn zugekommen war und a cappella für ihn gesungen hatte. Sie gaben ihm ein Demo und er gab es mir. Ich habe es mir nicht angehört. Girlgroups haben mich nie interessiert, aber Destiny's Child hat mein Interesse geweckt. Diese süßen jungen Mädchen waren so unverbraucht und frisch. 1998 ging die Gruppe ins Studio, um mit Hilfe der versierten Produzenten Wyclef Jean und Jermaine Dupri ihr erstes Album aufzunehmen. Nach monatelanger Arbeit veröffentlichte Destiny's Child ihr gleichnamiges Album. Wir waren kurz davor, die Single zu veröffentlichen und baten Wyclef, einen Remix zu machen. Er sagte, ich habe einen Flug um 9.30 Uhr, also habe ich nur eine halbe Stunde Zeit. Beyoncé begann Witze zu machen und er fragte, hey, was war das? Sie sang den Song No, No, No ganz schnell, das hat ihm gefallen. No, No, No erreichte Platz 1 der Billboard-Charts. Das Debütalbum von Destiny's Child war genauso erfolgreich wie die Single No, No, No Part 2. Die Gruppe begann intensiv auf Tour zu gehen und ihre Platte zu bewerben. Sie spielten als Vorgruppe von Boyz II Men und Uncle Sam. 1999 gingen Beyoncé und die Mädchen zurück ins Studio. Sie mussten sich abgrenzen von der Masse anderer Newcomer dieser Zeit. Im Sommer tauchten sie wieder mit ihrer neuen CD The Writings on the Wall auf. Alle Zweifel, ob die Mädchen erfolgreich bleiben würden, waren hinweggefegt, als die Platte Nummer 1 der R&B-Charts wurde. Die Single-Auskopplungen waren zwei Nummer 1-Hits. Bills, Bills, Bills und einer ihrer größten Hits, Say My Name. Das Album wurde weltweit 13 Millionen Mal verkauft und allein 8 Millionen Mal in den USA.
Mein Partner sagte, ich habe dir doch mal eine CD gegeben. Weißt du, wer das war? Ich sagte, nein. Und er fragte mich, was hast du mit der CD gemacht? Ich habe sie weggeworfen. Mann, das waren Destiny's Child. Beyoncé entwickelte sich als Songschreiberin. Sie hatte alle möglichen Ideen. The Writings on the Wall war so ein tolles Album für uns. Es hatte so viel Substanz. Bei unserem ersten Album hatten wir das Gefühl, Fehler gemacht zu haben. Diese haben wir dann versucht zu verbessern. Beyoncé und Destiny's Child waren ganz oben in der Popwelt angelangt. Doch es gab viele innere Spannungen. LaToya Luckett und LaTavia Robertson verließen die Gruppe. Es ist unklar, ob sie freiwillig gingen. Dadurch wurde die Gruppe auseinandergerissen. Als zwei der Mädchen Destiny's Child verließen, gab es eine Auseinandersetzung darüber, ob Matthew als der Manager Beyoncé zu viel Aufmerksamkeit schenkte und das Geld nicht fair teilte. Es war eine harte Zeit, als LaTavia und LaToya uns verließen. Für mich und Beyoncé. Und auch für Matthew, Tina und Solange. Wir waren ziemlich deprimiert, denn wir waren ja über 5-6 Jahre zusammen gewesen, seit wir 11 oder 12 waren. Und nun waren diese Freunde weg. Die ursprüngliche Band gab es nicht mehr. Wie würden die neuen Destiny's Child klingen? Und wie würde das Publikum reagieren? Bis zum Jahr 1999 hatten Beyoncé Knowles und Destiny's Child mit ihren ersten beiden Alben einen Riesenerfolg erzielt. LaTavia Robertson und LaToya Luckett hatten die Band unerwartet verlassen. Doch eine neue Stimme war auf dem Weg. Ich habe einen Anruf bekommen, ob ich für Destiny's Child vorsingen möchte. Früher hatte Michelle Williams in der Nähe von Chicago im Kirchenchor gesungen. Ihre Stimme war ein großer Gewinn für die Harmonien und alle drei Mädchen verstanden sich fantastisch. Michelle kam vorbei und wir machten sofort das Say My Name Video. Das war echt seltsam. Meine Haare wurden neu gemacht, das Make-up, Kleider wurden entworfen. Weltberühmte Maskenbildner und weltberühmte Musikvideoregisseure kamen vorbei. Ich hatte überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich musste sofort nach Los Angeles und das ging dann über Jahre so weiter. Ich erinnere mich sehr gut, als wir beim Videodreh von Say My Name waren. Es gab einen weißen, einen blauen und einen roten Raum. Das war Beyoncés Idee. Sie sagte, lass uns irgendwas echt Heißes ausprobieren. Lasst uns posieren. Und es hat funktioniert. Say my name, no one is around you. Say baby, I love you. Die Single Say My Name gewann 2001 zwei Grammy Awards. Einmal für die beste R&B-Performance einer Gesangsband und einmal für den besten R&B-Song. Für ein paar Monate versuchte man mit Farrah Franklin wieder ein Quartett zu bilden. Doch schließlich entschied man sich für die erprobte Destiny's Child-Aufstellung, Beyoncé, Kelly und Michelle. Die Änderungen in der Besetzung hatten keinen negativen Einfluss auf den Erfolg der Gruppe. Beyoncé und Kelly hießen Michelle in der Gruppe willkommen und über die Jahre wurden sie zu guten Freundinnen. Wir waren wie Schwestern. Auf unseren Tourneen wurden wir zu guten Freundinnen, denn wir hatten ja nur uns. Das Wichtigste für uns ist, dass unsere Freundschaft bestehen bleibt. Wir haben ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. Es ist so natürlich, dass wir uns wie Schwestern fühlen. Wir würden alles füreinander tun. Das kommt von tiefstem Herzen. Und das ist so schön, denn die besten Erinnerungen meines Lebens teile ich mit Michelle und Kelly. Destiny's Child waren bekannt für ihre flüssigen R&B-Harmonien. Auf den Konzerten waren sie alle drei Stars. Doch es war klar, dass Beyoncé eine ganz spezielle Funktion innehatte.
Sie war nicht nur eine ausgezeichnete Sängerin, sondern auch eine versierte Songschreiberin. Beyoncé ist eine großartige Führungsperson. Und ich glaube, gute Führungspersonen prahlen nicht damit. Sie sind es einfach. Eine normale Künstlerin hätte vielleicht eine Platte aufgenommen und sich dann 2 Jahre freigenommen. Sie macht das nicht. Sie arbeitet jeden Tag für ihre Fans. Ich werde nie vergessen, wie wir Thanksgiving für die Dallas Cowboys gesungen haben. Sie meinte, lasst uns Schlagzeug spielen. Lasst uns die Sticksfalte herumnehmen und überall draufhauen. Ich sagte, meinst du das ernst? Wir haben das gemacht und es hat geklappt. Sie will einfach immer etwas ausprobieren. Survivor, das dritte Album von Destiny's Child, kam im Frühjahr 2001 heraus und stieg auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts und den R&B-Hip-Hop-Album-Charts. Obwohl die Besetzung nun seit 2 Jahren die gleiche war, wiesen die Medien weiterhin auf die früheren Wechsel hin. Als Survivor herauskam, bewegten wir uns wirklich mit Lichtgeschwindigkeit. Wir haben alles gemacht. Es war der Höhepunkt unserer Karriere. Das Album Survivor war für alle Menschen, die etwas loswerden wollten. Es gab viel böses Blut in der Industrie. Man sagte, dass Beyoncé für all die Wechsel verantwortlich war. Das war unfair. Beyoncé wurde für den natürlichen Reifeprozess einer Gruppe verantwortlich gemacht. Im Radio machte man Witze darüber, wer der Überlebende der Survivor sein würde, der am Ende bei Destiny's Child übrig bleibt. Also haben wir einen Song daraus gemacht. 2001 wurde Beyoncé Knowles zur Songschreiberin des Jahres gewählt. Sie war die erste Afroamerikanerin und die 2. Frau überhaupt, der dies gelang. Destiny's Child war ein Phänomen. International wollten viele Radiostationen keine R&B-Musik spielen, doch sie änderten wegen Survivor ihr Format. Destiny's Child hat so viele Grenzen gesprengt. Sie waren nicht mehr aufzuhalten. Sie waren schön, jung, aufregend. Sie hatten ein gutes Image und keine Dramen im Privatleben. Sie waren einfach etwas Besonderes. Ich erinnere mich, wie Matthew sagte, wisst ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr habt so unglaublich viele Platten verkauft. Manchmal vergesse ich es wieder. Ich weiß es zwar irgendwie, aber ich vergesse es manchmal. Es war einfach eine tolle Zeit in unserem Leben. Wir waren so jung, so hungrig und so aufgeregt. Ich bin glücklich, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Beyoncé und Destiny's Child waren an der Spitze der Musikwelt. Deshalb war es ein Schock für die Fans, die Medien und die Musikindustrie, als die Mitglieder der Band Solokarrieren ankündigten, um neue künstlerische Erfahrungen zu machen. Es war eine ganz normale Entwicklung von Mädchen zu Teenagern zu Frauen. Sie wollten eben ihre eigenen Sachen machen. Solo-Projekte zu machen war eine natürliche Sache. Es war Teil des Erwachsenwerdens. Vor allem, wenn man so jung eine Band gründet. Wir waren 9, wir waren Babys. Es ist wichtig, auszubrechen, eigene Wege zu gehen und eigene Entscheidungen zu treffen. Würden es alle 3 schaffen, individuell erfolgreich zu sein? Im Jahr 2002 hatten Destiny's Child einen Charterfolg nach dem anderen. Die Ankündigung der 3 Sängerinnen, Soloprojekte zu machen, war ein großer Schock für die Fans und die Musikindustrie. Als erstes veröffentlichte Michelle ihr Album Heart to Yours. Es erreichte im April 2002 Platz 1 der Gospelcharts. Kelly veröffentlichte noch im selben Jahr Simply Deep, das in Großbritannien Nummer 1 wurde. Beyoncés Schwester Solange arbeitete an beiden Alben mit. Zwar wollte Beyoncé ebenfalls eine Solokarriere starten, das betraf aber nicht ihr Privatleben. Obwohl sie sich nie öffentlich dazu äußerte, ist es kein Geheimnis, dass sie seit 2002 öfter mit dem Rap-Superstar Jay-Z gesichtet wurde. Beyoncé und Jay-Z sind seit mehreren Jahren zusammen. Sie halten ihr Privatleben geheim.
In all ihren Interviews versucht sie, ihr Privatleben so gut es geht geheim zu halten. Aber Beyoncé und Jay-Z arbeiten sehr oft zusammen. Es ist klar, dass sie seit einigen Jahren zusammen sind. Sie sind die königliche Familie des Hip-Hop. Sie ist die Königin und er ist der König. Es ist ihre Zeit. . 2003 veröffentlichte Beyoncé ihr erstes Soloalbum Dangerously in Love. Bei meinem ersten Soloalbum war es ein bisschen seltsam, weil ich erwachsen geworden war. Ich hatte andere Dinge zu sagen und einen neuen Stil. Wenn man ein neuer Künstler ist, haben die Leute keine Erwartungen. Sie wissen nicht, wer du bist. Das ist viel einfacher. Doch die Leute glaubten mich bereits zu kennen. All die Klischees zu durchbrechen, machte mir Angst. Die Leute warten regelrecht darauf, dass man versagt. Doch man kommt immer wieder an die Spitze. Das ist Beyoncé. Beyoncé ging mit ihrer Solokarriere noch einen Schritt weiter. Sie war nicht nur der Star von Dangerously in Love, sondern schrieb und produzierte das gesamte Album. Ich habe immer schon die Singles für Destiny's Child geschrieben. Es fällt mir viel leichter zu schreiben, wenn ich die anderen Mädchen im Kopf habe. Also war es wirklich schwierig. Ich war nervös, wusste nicht, ob ich die richtigen Singles hatte, ob ich die richtigen Regisseure ausgewählt hatte. Denn es ging ja nur noch um mich. Ich konnte nur aus dem Bauch heraus entscheiden. Zum Glück hat es den Leuten gefallen. Ihre Single und ihr Album waren gleichzeitig auf Platz 1 in den Charts der USA und Englands. Seit Man at Work 1983 war das niemandem mehr gelungen. Und sie war die erste Frau, die diesen Erfolg erzielte. Crazy in Love wird als einer der besten Songs in die Geschichte eingehen. Ich hoffe, das kommt aus den frühen Tagen, als sie all diese Platten angehört hat. Jedes Wochenende und jeden Abend wurde in unserem Haus Musik gespielt. Die zweite Single Baby Boy blieb 9 Wochen lang die Nummer 1 der Charts. 2004 gewann Beyoncé 5 Grammy Awards für das Album. Crazy in Love war die erste Single. Sie wurde Nummer 1. Und dann kam dieser großartige Song mit diesem Inselrhythmus. Beyoncé dachte sich, warum nicht mit Jean-Paul zusammenarbeiten? So kam er zu Baby Boy und es gab ein tolles Video. Man wusste, sie ist irgendwie anders. Sie war sehr schüchtern. Doch als sie anfing zu singen und zu tanzen, war sie wie eine andere Person. Es kam wie aus dem Nichts. Sascha ist mein alter Ego. Das ist die Person, die ich auf der Bühne bin. Das klingt verrückt, aber ich bin wirklich eine andere Person auf der Bühne. Der Ton meiner Stimme ist anders, ich laufe anders, ich tue manche Dinge unbewusst. Ich weiß nicht mal, was ich tue. Das ist in gewisser Art und Weise mein Schutz. Es liegt daran, dass ich ein wenig schüchtern oder eher zurückhaltend bin. Ich gehe nicht in einen Raum und ziehe die Aufmerksamkeit der Männer auf mich. Ich fühle mich unter Freunden viel wohler. Sascha ist das genaue Gegenteil. Das erlaubt mir, alles zu sagen oder zu tun oder jemand anders zu sein. Ich weiß nicht mal, wie Beyoncé zu Sascha wird. Das ist so eine drastische Veränderung. Sascha ist verrückt. Sascha ist alles egal. Ich hätte Angst vor ihr, wenn sie Sascha von der Bühne mitbringen würde. Was werden Beyoncé und Sascha nach ihrem erfolgreichen Soloalbum als nächstes machen?
Nach dem Erfolg von Dangerously in Love im Jahr 2003 war es klar, dass sich dieser Schritt bezahlt gemacht hatte. Doch das Trio kam 2004 wieder zusammen und machte da weiter, wo es aufgehört hatte. Sie nahmen das heiß erwartete Album Destiny Fulfilled auf. Es wurde am 15. November 2004 veröffentlicht und erreichte Platz 2 der Billboard-Charts. Es wurde weltweit 7 Millionen Mal verkauft. 2005 folgte eine große Welttournee. Destiny Fulfilled ist für mich das beste Album, das wir je gemacht haben. Die ersten paar Tage im Studio haben so viel Spaß gemacht. Wir haben uns unterhalten und es gab viel zu essen. Wir hätten über all dem fast vergessen, dass wir ja dafür bezahlt wurden und hier waren, um Aufnahmen zu machen. Doch nur unsere Gespräche wurden aufgenommen. Die sind top secret. Und diese haben sich dann zu unseren Songs entwickelt. Ich glaube, wir haben uns alle dadurch verbessert, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Das hat sich positiv auf Destiny's Child ausgewirkt. Deswegen waren das Album und die Tour so großartig. Wenn ich daran zurückdenke, muss ich fast weinen. Die 70-Städte-Tournee durch Australien, Asien, Europa und Nordamerika dauerte von April bis September. Die Auftritte waren ein großer Erfolg. Doch während der Tour sehnten sich alle drei wieder zurück nach der künstlerischen Freiheit, die sie in ihrer Solokarriere genossen hatten. Sie kündigten an, sich nach der Tournee aufzulösen. And I love y'all. We're gonna perform like it's our last time tonight. That's right. Technically it is. Doch eine neue Karriere wartete auf Beyoncé. Sie begann sich der Schauspielerei zu widmen. Die Schauspielerei macht mir Angst, aber es ist eine schöne Angst. Ich fühle mich wieder wie ein Kind. Ihre ersten Erfahrungen vor der Kamera machte sie schon als kleines Kind. Ich hatte Anfang der 1980er Jahre eine Videokamera. Sie hatte also viel Erfahrung. 2002 spielte Beyoncé im dritten Teil von Austin Powers die Foxy Cleopatra. Der Film wurde ein Kassenschlager und spielte über 213 Millionen Dollar ein. Es macht mich sehr nervös und unsicher, aber es ist aufregend. Ich weiß, dass ich Alben schreiben und auf Tour gehen kann, aber die Schauspielerei ist etwas völlig Neues für mich. Ich mag das Unbekannte, das Risiko. Wie in ihrer Gesangskarriere auch, konnte man beobachten, wie ihr Spiel immer besser wurde. 2003 spielte sie in dem Film The Fighting Temptations mit und war 2006 zusammen mit Steve Martin in Pink Panther zu sehen. Es war schlau von ihr, sich mit großartigen Schauspielern zu umgeben. Ich versuche, mich an guten Schauspielern zu orientieren, um von ihnen zu lernen. Ich wollte weiter Filme drehen, um mich selbst herauszufordern. Beyoncé hat immer gesagt, sie wolle ein dreifaches Genie werden. Als Songschreiberin, Künstlerin und als Schauspielerin. Wenn ich einen Film mache, inspiriert mich das zu neuer Musik. Ich bleibe frisch und habe das Gefühl, wieder von vorne anzufangen. Innerhalb von 2 Wochen wechselte sie von einem Film zu einem Album und ging dann auf Tournee. Das ist wirklich viel. Allein wenn man sich das vorstellt, bleibt einem die Luft weg. 2006 spielte Beyoncé die Rolle der Dina Jones in der filmischen Adaption des Broadway-Musicals Dreamgirls. Es war eine Traumrolle. Sie konnte ihre Fähigkeiten als Schauspielerin und als Sängerin direkt gegenüberstellen. Dina war meine Traumrolle. Sie war so darauf fixiert, Dina zu sein und jede einzelne Szene zu meistern. Beyoncé war in diesem Film wirklich gut. Sie hat für ihre Rolle viel Gewicht verloren. Das zeugt von hohem Einsatz. Sie hat sich wirklich physisch verändert. Sie war so überzeugend, dass die Leute ständig von der Ähnlichkeit zwischen ihr und der Rolle sprachen. Und sie sagte, nein, das ist nur eine Rolle. Das zeugte von großer schauspielerischer Leistung. Für Dreamgirls wurde Beyoncé für 2 Golden Globes nominiert. Unter anderem für ihren Titelsong Listen. Ja,
Nach dem Erfolg von Dreamgirls wollte Beyoncé die Rolle der Dina hinter sich lassen und wieder Musik machen. Im Studio nahm sie ihr zweites Soloalbum B-Day auf und veröffentlichte es am 4. September 2006, ihrem 25. Geburtstag. B-Day kam genau in der Woche in die Läden, in der sie Geburtstag hatte. Es ist seltsam, aber wenn man für längere Zeit eine Rolle spielt, dann verliert man sich selbst aus den Augen. Mit B-Day wurde ich wiedergeboren und habe Dina losgelassen. Das Album ist sehr aggressiv, sehr Hip-Hop-lastig. Es hat wenig mit meiner Persönlichkeit zu tun, sondern eher mit jemandem, der in einem Käfig war. Und so habe ich mich gefühlt. Ich musste raus. Das hat mich für das Album inspiriert. Das ist interessant, denn ohne den Film hätte das Album vielleicht mehr nach Dangerously in Love geklungen. In der ersten Woche verkaufte sich B-Day in den USA mehr als 541.000 Mal und erreichte sofort Platz 1. Das war ein Rekord in ihrer Karriere. In der ersten Single Déjà Vu hatte Jay-Z einen Gastauftritt. Die zweite Single Ring the Alarm wurde am 8. August 2006 im Internet veröffentlicht. Bei der Grammy-Verleihung 2007 gewann sie 5 Preise, darunter den für das beste zeitgenössische R&B-Album. In ihrer ersten Single, Déjà Vu, geht sie zurück zu ihrer Herkunft und die Geschichte unserer Familie. Der Song war unglaublich. Er hatte etwas von Michael Jackson. Es gab eine weibliche Band und viele Live-Instrumente. Déjà Vu ist ein wirklich toller Song. Jeden Abend auf Tournee lässt er die Fans tanzen und Spaß haben. Sie sprengt alle bisher dagewesenen Grenzen. Alles, was ich gerne tun würde, macht sie 10-mal so gut. Sie erinnert mich daran, nicht faul zu sein und über meinen Schatten zu springen und es mir nicht so bequem zu machen. Filme, Musik, Ruhm. Was bringt Beyoncé dazu, bei all dem Erfolg weiterzumachen? Bis zum Jahr 2003 wurde Beyoncé Knowles zu einem der weltweit berühmtesten weiblichen Stars. Nachdem sie die Musikwelt erobert hatte, setzte sie sich auch im Filmgeschäft durch. Doch sie hat sich ihrer Familie, im Privaten wie in der Öffentlichkeit, immer verpflichtet gefühlt. I love to work. And I love my job. Ich liebe meine Arbeit und ich liebe es, zu Hause aufzuwachen. Ich habe großartige Eltern, die mir zeigten, dass sich harte Arbeit auszahlt. Sie waren beide Geschäftsleute und hatten ihre eigenen Ziele. Ich habe Tina und Matthew interviewt. Als Stylistin und Manager waren sie bei allen Fotoshootings dabei und hielten die Mädchen zusammen. Ihre Funktion hat sich weiterentwickelt. Sie sind alle gemeinsam gewachsen. Auch Beyoncés Schwester Solange. Mein Neffe ist mittlerweile das Gesicht seiner eigenen Spielzeugmarke. Das musikalische Genie hinter Baby Champs ist unsere jüngste Tochter Solange. Er ist noch sehr jung, aber ich hoffe, er wird eines Tages glücklich über diese Investition sein. Im Sommer 2004, während sie mit Destiny's Child unterwegs sind, kündigten Beyoncé und ihre Mutter an, ein eigenes Modelabel zu gründen. Meine Mutter und ich haben zusammen ein Modelabel. House of Darion ist nach dem Mädchennamen meiner Mutter benannt. So können wir uns häufiger sehen und kommen öfter als Familie zusammen.
Destiny's Child hatten am Anfang ihrer Karriere nicht die finanziellen Mittel, ihr Outfit gestalten zu lassen. Tina Knowles kümmerte sich darum. Meine Mutter hat Unglaubliches geleistet. Sie hat etwa 40 oder 50 Kleider für all diese Tänzer und Statisten entworfen. Neben ihrem Talent wurde die Gruppe für ihre einzigartigen Outfits berühmt. Das ist das zweite Shooting heute. Das ist meine wunderschöne Schwester. Wir tragen Darion und laufen die Straße entlang. Der Bürgersteig wird mit Darion zum Laufsteg. Zusammen mit Pastor Rudy Rasmus hat die Knowles-Familie die Survivor Foundation gegründet, um Opfern des Hurrikans Katrina zu helfen. Der Unterschied liegt im starken Zusammenhalt der Familie. Sie waren immer sehr liebevoll zueinander. Und Beyoncé spricht immer noch oft von der Kirche und was die Familie für die Kirche und die Leute dort tut. Etwas zurückzugeben, das ist sehr wichtig für sie. Die St. John-Kirche in Houston ist einer der ersten Orte, wo Beyoncé öffentlich auftrat. Und es ist immer noch ihr spirituelles Zuhause. Wir haben ein gutes Verhältnis zu unserem Pastor. Seit ich 10 war, sind wir immer in die gleiche Kirche gegangen. Dort habe ich auch das erste Mal gesungen. So erfolgreich sie auch war, sie hat mich immer unterstützt, wenn ich sie darum bat, den Menschen zu helfen. Beyoncés Eltern brachten ihr bei, dass man sich immer dankbar erweisen soll. Als Beyoncé und Kelly 16 waren und für Destiny's Child ihren ersten großen Check bekamen, bat man sie darum, Autos für die Kirche zu kaufen. Damals hatten sie noch keine eigenen Autos, also waren sie unsicher. Aber wir haben ihnen beigebracht, dass man immer etwas zurückbekommt, und so war es auch. Wir haben dann auch ein Zentrum für Kinder eingerichtet, das Knowles Roland Center. Jetzt, da sie über 20 ist, sind ihre Überzeugungen und ihr Einsatz umso größer. Kürzlich haben wir beschlossen, eine Wohnanlage für Menschen zu bauen, die Opfer des Hurrikans Katrina geworden sind. Die Knowles-Familie hat $1 Million dafür gespendet. Wir haben die Survivor Foundation gegründet. Es ist schön, wenn man sieht, wohin das Geld wandert, welche Fortschritte gemacht werden und wie es das Leben der Menschen verändert. Ich spreche nicht viel über diese Dinge, denn ich will sie aus den richtigen Gründen tun. Ich glaube, dass es für jeden Menschen enorm wichtig ist, so viel zurückzugeben wie möglich. Ich bin so stolz darauf, dass der Erfolg ihr nie zu Kopf gestiegen ist. Sie ist nicht die Person, die angibt mit dem, was sie erreicht hat. Sie ist einfach ein wundervoller, bescheidener Mensch. Und ich glaube, ihre Bescheidenheit hat ihr zum Erfolg verholfen. Man sieht so viele Berühmtheiten, die sich schlecht verhalten. Wir mögen sie, weil sie ein gutes Benehmen hat. Wenn man die Musik und das Entertainment mal beiseite lässt, bin ich vor allem darauf stolz, dass sie ein guter Mensch ist. Sie hat sich immer bemüht, besser zu werden und eine andere Sichtweise zu finden. Es gibt nicht viele, die sich solche Gesangsarrangements ausdenken und sie tatsächlich auch singen. Wenn man zurückblickt, ist es, als ob sie schon mit 12 Jahren vorgehabt hatte, die Beyoncé zu werden, die wir jetzt überall auf der Welt sehen können. Es scheint, als ob sie all die Herausforderungen beinahe ohne Anstrengung meistert. Sie hat die gleichen Herausforderungen wie Britney Spears, Paris Hilton, Nicole Richie und all die anderen, über deren Probleme man in den Nachrichten hört. Aber Beyoncé scheint sie völlig mühelos zu lösen. Sie ist eine der größten Künstlerinnen überhaupt. Ich habe nie jemanden gesehen, der so gut im Rhythmus tanzen und singen konnte und dabei immer noch so wunderschön und anmutig aussah. Sie ist in der Lage, all das jeden Abend auf der Bühne zu geben. Für den einen Moment. Auf der Bühne ist sie Sascha.
Doch wenn sie nach Hause kommt, ist sie Beyoncé. Beyoncé Giselle Knowles. Wir traten gegen eine Rockband an. Die waren alle über 30. Wir waren 11, 12 Jahre alt und machten einen Bobby Brown Tanz. Das war ein großer Kontrast. Als wir unsere Punkte bekommen sollten, standen wir händchenhaltend da und man konnte unter den verrückten Klamotten unsere Herzen schlagen sehen. Die andere Gruppe gewann. Die Mädchen gaben alles. Es war eine tolle Performance. Und sie bekamen 3 von 4 Sternen. Und die Rockband, gegen die sie antraten, die gewannen 5 oder 6 Mal hintereinander. Sie bekamen 4 Sterne. Als die Mädchen das Ergebnis hörten, konnte man sehen, wie es ihnen das Herz brach. And then 4 stars, you could just see their hearts just being torn apart. It was like having. Es war, als ob jemand eine Luftblase platzen lässt. Like an excitement bubble. Vor allem, weil wir Kinder waren. Because I remember we were. Wir waren immer sehr geheimniskrämerisch und wollten nicht, dass irgendjemand weiß, was wir taten. Und jetzt sahen alle unsere Freunde uns im Fernsehen versagen. Wir waren am Boden zerstört. Wir fingen sofort an zu heulen. Es war, als ob sich unser kleiner Traum verabschiedete. Es war das Ende der Welt. Auch wenn Beyoncé Knowles mit ihrer Band Girls Time bei Star Search verlor, war das der Grundstein für ihren späteren Erfolg. Nach der Niederlage wollte Beyoncés Vater Matthew Knowles herausfinden, wie man die Mädchen motivieren und weiterbringen konnte. I go up to Ed McMahon and I say, Mr. McMahon, I'm a father. Ich ging zu Ed McMahon und sagte ihm, ich bin der Vater. Die Kinder sind am Boden zerstört. Können Sie mir irgendetwas sagen, einen Ratschlag geben? Und er sah mich an und sagte, Mr. Knowles, aus irgendeinem uns unbekannten Grund hört man von denen, die in dieser Show mehrmals gewinnen, nie wieder irgendetwas. Und die Künstler, die wirklich Talent haben, die gehen zurück, strukturieren sich neu und suchen sich neue Ziele. Das habe ich nie vergessen. Matthew Knowles nahm sich den Ratschlag von Ed McMahon sehr zu Herzen. Nachdem wir bei Star Search verloren hatten, dachten wir, es ist aus. Wir werden niemals einen Plattenvertrag bekommen. Doch mein Vater sagte uns, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr singen wollt, ist es noch nicht vorbei. Ich werde euch helfen. Ich dachte mir, ich muss mich mehr einsetzen. Ich beschloss, mich zu verändern und gründete die Managementfirma Music World. Es war eine harte Zeit. Wir waren an 2 regelmäßige Einkommen gewöhnt und mussten nun anfangen zu sparen. Die Familie brachte viele Opfer. Die Mädchen hatten fast keine Freizeit mehr. Sie waren ständig im Studio oder auf Tour. Ich erinnere mich, dass mein Vater regelrecht in Copyshops wohnte. Spät nachts machte er die Präsentationspakete und CDs fertig und schickte sie zu Plattenfirmen. Matthew und ich lebten für eine Weile getrennt. Ich fand, er war besessen geworden. Die Situation bereitete ihm viel Stress. Zurückblickend finde ich es unglaublich, welche Opfer mein Vater, meine Mutter und meine Schwester aufgebracht haben. Mein Vater muss wirklich sehr an uns geglaubt haben. Alle sagten, Matthew, Tina, was ist los mit euch? Seid ihr verrückt geworden? Das wird niemals funktionieren. Wir zogen an einem Strang und alles ging gut. Als Matthew Knowles das Management für Girls Time übernahm, strukturierte er die Band um. Das Sextett wurde ein Quartett. Beyoncé, Kelly Rowland und Latavia Robertson blieben. LaToya Luckett kam neu hinzu. Sie brauchten nun einen neuen Namen. Man dachte an Klischee, Something Fresh oder The Dolls. Doch dann fand Tina Knowles in der Bibel das Wort Destiny für Schicksal. Matthew machte daraus Destiny's Child.
Destiny's Child begann als Vorgruppe bei berühmten R&B-Gruppen wie Drew Hill und Imager zu spielen. 1996 nahm Columbia Records die Band unter Vertrag. Ein Jahr später veröffentlichte sie den Song Killing Time. Er kam auf den Soundtrack zu dem Film Man in Black. Ein guter Anfang, aber noch weit entfernt von echter Berühmtheit. Mein Geschäftspartner kam von einer Flugreise zurück und erzählte mir, dass diese Gruppe, Destiny's Child, in der ersten Klasse auf ihn zugekommen war und a cappella für ihn gesungen hatte. Sie gaben ihm ein Demo und er gab es mir. Ich habe es mir nicht angehört. Girlgroups haben mich nie interessiert, aber Destiny's Child hat mein Interesse geweckt. Diese süßen jungen Mädchen waren so unverbraucht und frisch. 1998 ging die Gruppe ins Studio, um mit Hilfe der versierten Produzenten Wyclef Jean und Jermaine Dupri ihr erstes Album aufzunehmen. Nach monatelanger Arbeit veröffentlichte Destiny's Child ihr gleichnamiges Album. Wir waren kurz davor, die Single zu veröffentlichen und baten Wyclef, einen Remix zu machen. Er sagte, ich habe einen Flug um 9.30 Uhr, also habe ich nur eine halbe Stunde Zeit. Beyoncé begann Witze zu machen und er fragte, hey, was war das? Sie sang den Song No, No, No ganz schnell, das hat ihm gefallen. Man, I love that. No, it's fat. I'm telling you, all we need to do is drop a fat beat for the clubs. I'm telling you, they're gonna lose their minds. I can see it right now. No, No, No erreichte Platz 1 der Billboard-Charts. Das Debütalbum von Destiny's Child war genauso erfolgreich wie die Single No, No, No Part 2. Die Gruppe begann intensiv auf Tour zu gehen und ihre Platte zu bewerben. Sie spielten als Vorgruppe von Boyz II Men und Uncle Sam. 1999 gingen Beyoncé und die Mädchen zurück ins Studio. Sie mussten sich abgrenzen von der Masse anderer Newcomer dieser Zeit. Im Sommer tauchten sie wieder mit ihrer neuen CD The Writings on the Wall auf. Alle Zweifel, ob die Mädchen erfolgreich bleiben würden, waren hinweggefegt, als die Platte Nummer 1 der R&B-Charts wurde. Die Single-Auskopplungen waren zwei Nummer 1-Hits. Bills, Bills, Bills und einer ihrer größten Hits, Say My Name. Das Album wurde weltweit 13 Millionen Mal verkauft und allein 8 Millionen Mal in den USA. Mein Partner sagte, ich habe dir doch mal eine CD gegeben. Weißt du, wer das war? Ich sagte, nein. Und er fragte mich, was hast du mit der CD gemacht? Ich habe sie weggeworfen. Mann, das waren Destiny's Child. Beyoncé entwickelte sich als Songschreiberin. Sie hatte alle möglichen Ideen. The Writings on the Wall war so ein tolles Album für uns. Es hatte so viel Substanz. Bei unserem ersten Album hatten wir das Gefühl, Fehler gemacht zu haben. Diese haben wir dann versucht zu verbessern. Beyoncé und Destiny's Child waren ganz oben in der Popwelt angelangt. Doch es gab viele innere Spannungen. LaToya Luckett und LaTavia Robertson verließen die Gruppe. Es ist unklar, ob sie freiwillig gingen. Dadurch wurde die Gruppe auseinandergerissen. Als zwei der Mädchen Destiny's Child verließen, gab es eine Auseinandersetzung darüber, ob Matthew als der Manager Beyoncé zu viel Aufmerksamkeit schenkte und das Geld nicht fair teilte. Es war eine harte Zeit, als LaTavia und LaToya uns verließen. Für mich und Beyoncé. Und auch für Matthew, Tina und Solange. Wir waren ziemlich deprimiert, denn wir waren ja über 5-6 Jahre zusammen gewesen, seit wir 11 oder 12 waren. Und nun waren diese Freunde weg. Die ursprüngliche Band gab es nicht mehr. Wie würden die neuen Destiny's Child klingen? Und wie würde das Publikum reagieren? Bis zum Jahr 1999 hatten Beyoncé Knowles und Destiny's Child mit ihren ersten beiden Alben einen Riesenerfolg erzielt. LaTavia Robertson und LaToya Luckett hatten die Band unerwartet verlassen.
Doch eine neue Stimme war auf dem Weg. Ich habe einen Anruf bekommen, ob ich für Destiny's Child vorsingen möchte. Früher hatte Michelle Williams in der Nähe von Chicago im Kirchenchor gesungen. Ihre Stimme war ein großer Gewinn für die Harmonien und alle drei Mädchen verstanden sich fantastisch. Michelle kam vorbei und wir machten sofort das Say My Name Video. Das war echt seltsam. Meine Haare wurden neu gemacht, das Make-up, Kleider wurden entworfen. Weltberühmte Maskenbildner und weltberühmte Musikvideoregisseure kamen vorbei. Ich hatte überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich musste sofort nach Los Angeles und das ging dann über Jahre so weiter. Ich erinnere mich sehr gut, als wir beim Videodreh von Say My Name waren. Es gab einen weißen, einen blauen und einen roten Raum. Das war Beyoncés Idee. Sie sagte, lass uns irgendwas echt Heißes ausprobieren. Lasst uns posieren. Und es hat funktioniert. Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you. Die Single Say My Name gewann 2001 zwei Grammy Awards. Einmal für die beste R&B-Performance einer Gesangsband und einmal für den besten R&B-Song. Für ein paar Monate versuchte man mit Farrah Franklin wieder ein Quartett zu bilden. Doch schließlich entschied man sich für die erprobte Destiny's Child-Aufstellung. Beyoncé, Kelly und Michelle. Die Änderungen in der Besetzung hatten keinen negativen Einfluss auf den Erfolg der Gruppe. Beyoncé und Kelly hießen Michelle in der Gruppe willkommen und über die Jahre wurden sie zu guten Freundinnen. Wir waren wie Schwestern. Auf unseren Tourneen wurden wir zu guten Freundinnen, denn wir hatten ja nur uns. Das Wichtigste für uns ist, dass unsere Freundschaft bestehen bleibt. Wir haben ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. Es ist so natürlich, dass wir uns wie Schwestern fühlen. Wir würden alles füreinander tun. Das kommt von tiefstem Herzen. Und das ist so schön, denn die besten Erinnerungen meines Lebens teile ich mit Michelle und Kelly. Kelly und Michelle were right there next to me. Destiny's Child waren bekannt für ihre flüssigen R&B-Harmonien. Auf den Konzerten waren sie alle drei Stars. Doch es war klar, dass Beyoncé eine ganz spezielle Funktion innehatte. Sie war nicht nur eine ausgezeichnete Sängerin, sondern auch eine versierte Songschreiberin. Beyoncé ist eine großartige Führungsperson. Und ich glaube, gute Führungspersonen prahlen nicht damit. Sie sind es einfach. Eine normale Künstlerin hätte vielleicht eine Platte aufgenommen und sich dann 2 Jahre freigenommen. Sie macht das nicht. Sie arbeitet jeden Tag für ihre Fans. Ich werde nie vergessen, wie wir Thanksgiving für die Dallas Cowboys gesungen haben. Sie meinte, lasst uns Schlagzeug spielen. Lasst uns die Sticks falsch herumnehmen und überall draufhauen. Ich sagte, meinst du das ernst? Wir haben das gemacht und es hat geklappt. Sie will einfach immer etwas ausprobieren. Survivor, das dritte Album von Destiny's Child, kam im Frühjahr 2001 heraus und stieg auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts und den R&B-Hip-Hop-Album-Charts. Obwohl die Besetzung nun seit 2 Jahren die gleiche war, wiesen die Medien weiterhin auf die früheren Wechsel hin. Als Survivor herauskam, bewegten wir uns wirklich mit Lichtgeschwindigkeit. Wir haben alles gemacht. Es war der Höhepunkt unserer Karriere. Das Album Survivor war für alle Menschen, die etwas loswerden wollten. Es gab viel böses Blut in der Industrie. Man sagte, dass Beyoncé für all die Wechsel verantwortlich war. Das war unfair. Beyoncé wurde für den natürlichen Reifeprozess einer Gruppe verantwortlich gemacht. Im Radio machte man Witze darüber, wer der Überlebende der Survivor sein würde, der am Ende bei Destiny's Child übrig bleibt. Also haben wir einen Song daraus gemacht. 2001 wurde Beyoncé Knowles zur Songschreiberin des Jahres gewählt. Sie war die erste Afroamerikanerin und die zweite Frau überhaupt, der dies gelang. Destiny's Child war ein Phänomen.
International wollten viele Radiostationen keine R&B-Musik spielen, doch sie änderten wegen Survivor ihr Format. Destiny's Child hat so viele Grenzen gesprengt. And I think Destiny's Child broke so many barriers. They were unstoppable. Sie waren nicht mehr aufzuhalten. Sie waren schön, jung, aufregend. Sie war von Anfang an begabt. Diese großartige Stimme kam aus diesem 12 Jahre alten Mädchen, wie aus dem Nichts. Die Leute sagten schon immer, dieses Mädchen wird es schaffen. Sie ist so erwachsen, als wäre sie schon mal auf der Welt gewesen. Eine talentierte Frau hatte einen Traum, ein Ziel, eine Sehnsucht. Und sie tat alles, was nötig war, um ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Sie will einfach immer ihr Bestes geben, egal ob in der Musik, den Bühnenshows, dem Image. Sie gibt immer ihr Bestes. Sie ist dreifach begabt, sie kann alles, singen, tanzen und schauspielen. Sie ist ein Star, man muss sie ansehen. Sie ist die am härtesten arbeitende Frau im Showgeschäft, das sagte James Brown. Alles, was Beyoncé im Musikgeschäft macht, macht sie mit Leidenschaft. Ich glaube, sie ist wirklich die größte Künstlerin überhaupt. Ein neues Idol wurde erschaffen, denn das ist sie, ein Idol. Beyoncé Knowles ist eine der größten Popstars der Welt. Sie hat die Stimme, die Bewegungen, das Aussehen. Sie lebt ihren Traum. Doch auch sie musste hart dafür arbeiten, diesen Traum wahr werden zu lassen. Beyoncé hat in ihrer Karriere nicht immer den leichtesten Weg eingeschlagen und war auch bereit, große Risiken auf sich zu nehmen. Bei meinem ersten Soloalbum war es ein bisschen seltsam. Ich war erwachsener. Ich hatte andere Dinge zu erzählen und einen neuen Stil. All die Stereotypen zu durchbrechen machte mir Angst. Ich war nervös, nicht sicher, ob ich die richtigen Singles hatte, die richtigen Regisseure ausgewählt hatte, denn es ging ja nur noch um mich. Die musikalische Karriere war die eine Sache, den Beifall Hollywood zu gewinnen eine andere. Die Schauspielerei macht mir Angst. Ich fühle mich dann immer wie ein kleines Kind. Sie ist nicht immer erfolgreich gewesen. Alle unsere Freunde sahen uns im Fernsehen versagen. Wir waren am Boden zerstört. Durch alles hindurch blieb sie fokussiert und wurde eine Pop-Diva, die von einem Medium ins andere wechseln konnte. Und das tat sie mit Anmut und Selbstbewusstsein. Beyoncé Giselle Knowles wurde am 4. September 1981 als erstes Kind von Matthew Knowles und Tina Beyoncé geboren. Die Familie, die zur gehobenen Mittelklasse gehörte, wohnte in Houston. Ich wuchs in Houston, Texas auf. Und noch immer fühle ich mich zu Hause willkommener als überall sonst auf der Welt. The same Southern hospitality anywhere around the world. Es gibt keinen Ort wie Texas. There's no place like Texas. Was viele nicht wissen, sie sang im Kirchenchor. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man weiß, auf welcher großen Plattform sie sich heute bewegt. Sie sang damals in unserer kleinen Kirche in der Innenstadt von Houston. Und das hat bestimmt einen Kirchenchorzuwachs auf der ganzen Welt bewirkt. Beyoncé hatte schon damals eine großartige Stimme. Sie begann zu singen und die Erwachsenen waren verblüfft und fragten sich, wo kommt das denn her? Eines Tages, sie war in der ersten Klasse, kam sie nach Hause und sagte, sie will bei einem Talentwettbewerb mitmachen. Ich arbeitete bei Xerox und Tina hatte einen Friseursalon und wir sagten, das ist gut, Kleines, mach das.
such dir einen Song aus und arbeite daran. Wir dachten nicht weiter darüber nach. Dann kam der Tag, an dem sie singen sollte. Und wir als anständige Eltern waren natürlich dabei. Sie war ein schüchternes Kind, doch auf der Bühne wurde sie plötzlich lebendig und präsent. Sie war selbstbewusst und ging auf das Publikum ein. Sie bekam stehenden Beifall. Dann kam sie zurück zu uns und sagte: Mami, Dad, wann kriege ich meine $100 und meine Trophäe? Und wir sagten: Woher willst du wissen, dass du gewonnen hast? Und sie sagte: Ich weiß, dass ich gewonnen habe. Mein Mann und ich dachten uns: Wer ist dieses Kind? Danach merkte man, dass ein gewisses Talent vorhanden ist. Sie bekam Gesangsstunden und der Rest ist Geschichte. 1992 wurde die 10-jährige Beyoncé für eine neue weibliche R&B-Band gecastet. 6 Mädchen wurden ausgewählt, einschließlich Beyoncé und ihre Cousine Kelly Rowland. Damals hießen wir Girls Time. Wir sangen in Supermärkten und im Friseursalon meiner Mutter. Immer wenn wir eine kleine Show vorbereitet hatten, probierten wir sie im Friseursalon aus. Es gab da eine Bühne in der Mitte, die war eigentlich für die Maniküre. Wir haben dort Platz gemacht und die Kinder singen lassen. Die Kunden fanden das nicht immer gut. Sie saßen unter den Haartrocknern und die Kinder zwangen sie, sich die Show anzusehen. Wenn man uns Trinkgeld gab, wussten wir, dass es gut war. Wenn nicht, mussten wir mehr an uns arbeiten. Manchmal wurden wir ignoriert. Die Leute dachten: Mein Gott, da kommen diese Kinder wieder. Ich will mir doch nur meine Haare machen lassen. Das war eine lustige Zeit im Friseursalon. Um 7 Uhr morgens gingen wir hinein und sangen den ganzen Tag. Girls Time war ein großer Erfolg in Houston. Und man war sich sicher, dass ein Auftritt bei Star Search sie zu landesweiten Stars machen würde. Als ich erfuhr, dass wir bei Star Search auftreten sollten, war ich sehr aufgeregt. Es war das erste Mal, dass ich im Fernsehen war und Star Search war damals eine wichtige Sendung. Die Mädchen und ich probten und probten. Wir dachten, das ist unsere Chance, Stars zu werden. Wir traten mit einem Song auf, der sich an Hip-Hop und Rap orientierte. Ich glaube, wir waren die Ersten oder sogar die Einzigen, die bei Star Search gerappt haben. Als wir auftraten, waren viele Leute verwirrt und dachten sich: Was machen die bloß? Sie hatten ein gutes Image und keine Dramen im Privatleben. Sie waren einfach etwas Besonderes. Ich erinnere mich, wie Matthew sagte: Wisst ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr habt so unglaublich viele Platten verkauft. Manchmal vergesse ich es wieder. Ich weiß es zwar irgendwie, aber ich vergesse es manchmal. Es war einfach eine tolle Zeit in unserem Leben. Wir waren so jung, so hungrig und so aufgeregt. Ich bin glücklich, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Beyoncé und Destiny's Child waren an der Spitze der Musikwelt. Deshalb war es ein Schock für die Fans, die Medien und die Musikindustrie, als die Mitglieder der Band Solokarrieren ankündigten, um neue künstlerische Erfahrungen zu machen. Es war eine ganz normale Entwicklung von Mädchen zu Teenagern zu Frauen. Sie wollten eben ihre eigenen Sachen machen. Solo-Projekte zu machen war eine natürliche Sache. Es war Teil des Erwachsenwerdens. Vor allem, wenn man so jung eine Band gründet. Wir waren 9, wir waren Babys. Es ist wichtig, auszubrechen, eigene Wege zu gehen und eigene Entscheidungen zu treffen. Würden es alle drei schaffen, individuell erfolgreich zu sein? Im Jahr 2002 hatten Destiny's Child einen Charterfolg nach dem anderen. Die Ankündigung der drei Sängerinnen, Soloprojekte zu machen, war ein großer Schock für die Fans und die Musikindustrie. Als erstes veröffentlichte Michelle ihr Album Heart to Yours. Es erreichte im April 2002 Platz 1 der Gospelcharts. Kelly veröffentlichte noch im selben Jahr Simply Deep, das in Großbritannien Nummer 1 wurde. Beyoncés Schwester Solange arbeitete an beiden Alben mit. Zwar wollte Beyoncé ebenfalls eine Solokarriere starten, das betraf aber nicht ihr Privatleben.
Obwohl sie sich nie öffentlich dazu äußerte, ist es kein Geheimnis, dass sie seit 2002 öfter mit dem Rap-Superstar Jay-Z gesichtet wurde. Beyoncé und Jay-Z sind seit mehreren Jahren zusammen. Sie halten ihr Privatleben geheim. In all ihren Interviews versucht sie, ihr Privatleben so gut es geht geheim zu halten. Aber Beyoncé und Jay-Z arbeiten sehr oft zusammen. Es ist klar, dass sie seit einigen Jahren zusammen sind. Sie sind die königliche Familie des Hip-Hop. Sie ist die Königin und er ist der König. Es ist ihre Zeit. . 2003 veröffentlichte Beyoncé ihr erstes Soloalbum Dangerously in Love. Bei meinem ersten Soloalbum war es ein bisschen seltsam, weil ich erwachsen geworden war. Ich hatte andere Dinge zu sagen und einen neuen Stil. Wenn man ein neuer Künstler ist, haben die Leute keine Erwartungen. Sie wissen nicht, wer du bist. Das ist viel einfacher. Doch die Leute glaubten mich bereits zu kennen. All die Klischees zu durchbrechen, machte mir Angst. Die Leute warten regelrecht darauf, dass man versagt. Doch man kommt immer wieder an die Spitze. Das ist Beyoncé. Beyoncé ging mit ihrer Solokarriere noch einen Schritt weiter. Sie war nicht nur der Star von Dangerously in Love, sondern schrieb und produzierte das gesamte Album. Ich habe immer schon die Singles für Destiny's Child geschrieben. Es fällt mir viel leichter zu schreiben, wenn ich die anderen Mädchen im Kopf habe. Also war es wirklich schwierig. Ich war nervös, wusste nicht, ob ich die richtigen Singles hatte, ob ich die richtigen Regisseure ausgewählt hatte. Denn es ging ja nur noch um mich. Ich konnte nur aus dem Bauch heraus entscheiden. Zum Glück hat es den Leuten gefallen. Ihre Single und ihr Album waren gleichzeitig auf Platz 1 in den Charts der USA und Englands. Seit Man at Work 1983 war das niemandem mehr gelungen. Und sie war die erste Frau, die diesen Erfolg erzielte. Crazy in Love wird als einer der besten Songs in die Geschichte eingehen. Ich hoffe, das kommt aus den frühen Tagen, als sie all diese Platten angehört hat. Jedes Wochenende und jeden Abend wurde in unserem Haus Musik gespielt. Die zweite Single Baby Boy blieb 9 Wochen lang die Nummer 1 der Charts. 2004 gewann Beyoncé 5 Grammy Awards für das Album. Crazy in Love war die erste Single. Sie wurde Nummer 1. Und dann kam dieser großartige Song mit diesem Inselrhythmus. Beyoncé dachte sich, warum nicht mit Sean Paul zusammenarbeiten? So kam er zu Baby Boy und es gab ein tolles Video. Man wusste, sie ist irgendwie anders. Sie war sehr schüchtern. Doch als sie anfing zu singen und zu tanzen, war sie wie eine andere Person. Es kam wie aus dem Nichts. Sascha ist mein alter Ego. Das ist die Person, die ich auf der Bühne bin. Das klingt verrückt, aber ich bin wirklich eine andere Person auf der Bühne. Der Ton meiner Stimme ist anders, ich laufe anders, ich tue manche Dinge unbewusst. Ich weiß nicht mal, was ich tue. Das ist in gewisser Art und Weise mein Schutz. Es liegt daran, dass ich ein wenig schüchtern oder eher zurückhaltend bin. Ich gehe nicht in einen Raum und ziehe die Aufmerksamkeit der Männer auf mich. Ich fühle mich unter Freunden viel wohler. Sascha ist das genaue Gegenteil. Das erlaubt mir, alles zu sagen oder zu tun oder jemand anders zu sein. Ich weiß nicht mal, wie Beyoncé zu Sascha wird. Das ist so eine drastische Veränderung. Sascha ist verrückt. Sascha ist alles egal. Ich hätte Angst vor ihr, wenn sie Sascha von der Bühne mitbringen würde. Oh my God.
Yeah, right. I gotta do it again for real. Oh man. Was werden Beyoncé und Sasha nach ihrem erfolgreichen Soloalbum als nächstes machen? Nach dem Erfolg von Dangerously in Love im Jahr 2003 war es klar, dass sich dieser Schritt bezahlt gemacht hatte. Doch das Trio kam 2004 wieder zusammen und machte da weiter, wo es aufgehört hatte. Sie nahmen das heiß erwartete Album Destiny Fulfilled auf. Es wurde am 15. November 2004 veröffentlicht und erreichte Platz 2 der Billboard-Charts. Es wurde weltweit 7 Millionen Mal verkauft. 2005 folgte eine große Welttournee. Destiny Fulfilled ist für mich das beste Album, das wir je gemacht haben. Die ersten paar Tage im Studio haben so viel Spaß gemacht. Wir haben uns unterhalten und es gab viel zu essen. Wir hätten über all dem fast vergessen, dass wir ja dafür bezahlt wurden und hier waren, um Aufnahmen zu machen. Doch nur unsere Gespräche wurden aufgenommen. Die sind top secret. Und diese haben sich dann zu unseren Songs entwickelt. Ich glaube, wir haben uns alle dadurch verbessert, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Das hat sich positiv auf Destiny's Child ausgewirkt. Deswegen waren das Album und die Tour so großartig. Wenn ich daran zurückdenke, muss ich fast weinen. Die 70-Städte-Tournee durch Australien, Asien, Europa und Nordamerika dauerte von April bis September. Die Auftritte waren ein großer Erfolg. Doch während der Tour sehnten sich alle drei wieder zurück nach der künstlerischen Freiheit, die sie in ihrer Solokarriere genossen hatten. Sie kündigten an, sich nach der Tournee aufzulösen. And I love y'all. We gonna perform like it's our last time tonight. That's right. Technically it is. Doch eine neue Karriere wartete auf Beyoncé. Sie begann sich der Schauspielerei zu widmen. Die Schauspielerei macht mir Angst, aber es ist eine schöne Angst. Ich fühle mich wieder wie ein Kind. Ihre ersten Erfahrungen vor der Kamera machte sie schon als kleines Kind. Ich hatte Anfang der 1980er Jahre eine Videokamera. Sie hat also viel Erfahrung. 2002 spielte Beyoncé im dritten Teil von Austin Powers die Foxy Cleopatra. Der Film wurde ein Kassenschlager und spielte über 213 Millionen Dollar ein. Es macht mich sehr nervös und unsicher, aber es ist aufregend. Ich weiß, dass ich Alben schreiben und auf Tour gehen kann. Aber die Schauspielerei ist etwas völlig Neues für mich. Ich mag das Unbekannte, das Risiko. Wie in ihrer Gesangskarriere auch, konnte man beobachten, wie ihr Spiel immer besser wurde. 2003 spielte sie in dem Film The Fighting Temptations mit und war 2006 zusammen mit Steve Martin in Pink Panther zu sehen. Es war schlau von ihr, sich mit großartigen Schauspielern zu umgeben. Ich versuche, mich an guten Schauspielern zu orientieren, um von ihnen zu lernen. Ich wollte weiter Filme drehen, um mich selbst herauszufordern. Beyoncé hat immer gesagt, sie wolle ein dreifaches Genie werden. Als Songschreiberin, Künstlerin und als Schauspielerin. Wenn ich einen Film mache, inspiriert mich das zu neuer Musik. Ich bleibe frisch und habe das Gefühl, wieder von vorne anzufangen. Innerhalb von 2 Wochen wechselte sie von einem Film zu einem Album und ging dann auf Tournee. Das ist wirklich viel. Allein wenn man sich das vorstellt, bleibt einem die Luft weg. 2006 spielte Beyoncé die Rolle der Dina Jones in der filmischen Adaption des Broadway-Musicals Dreamgirls. Es war eine Traumrolle. Sie konnte ihre Fähigkeiten als Schauspielerin und als Sängerin direkt gegenüberstellen. Dina war meine Traumrolle. Sie war so darauf fixiert, Dina zu sein und jede einzelne Szene zu meistern. Beyoncé war in diesem Film wirklich gut. Sie hat für ihre Rolle viel Gewicht verloren. Das zeugt von hohem Einsatz. Sie hat sich wirklich physisch verändert. Sie war so überzeugend, dass die Leute ständig von der Ähnlichkeit zwischen ihr und der Rolle sprachen. Und sie sagte, nein, das ist nur eine Rolle. Das zeugte von großer schauspielerischer Leistung.
Für Dreamgirls wurde Beyoncé für 2 Golden Globes nominiert, unter anderem für ihren Titelsong Listen. Nach dem Erfolg von Dreamgirls wollte Beyoncé die Rolle der Dina hinter sich lassen und wieder Musik machen. Im Studio nahm sie ihr 2. Soloalbum B-Day auf und veröffentlichte es am 4. September 2006, ihrem 25. Geburtstag. B-Day kam genau in der Woche in die Läden, in der sie Geburtstag hatte. Es ist seltsam, aber wenn man für längere Zeit eine Rolle spielt, dann verliert man sich selbst aus den Augen. Mit B-Day wurde ich wiedergeboren und habe Dina losgelassen. Das Album ist sehr aggressiv, sehr Hip-Hop-lastig. Es hat wenig mit meiner Persönlichkeit zu tun, sondern eher mit jemandem, der in einem Käfig war. Und so habe ich mich gefühlt. Ich musste raus. Das hat mich für das Album inspiriert. Das ist interessant, denn ohne den Film hätte das Album vielleicht mehr nach Dangerously in Love geklungen. In der ersten Woche verkaufte sich B-Day in den USA mehr als 541.000 Mal und erreichte sofort Platz 1. Das war ein Rekord in ihrer Karriere. In der ersten Single Déjà Vu hatte Jay-Z einen Gastauftritt. Die 2. Single Ring the Alarm wurde am 8. August 2006 im Internet veröffentlicht. Bei der Grammy-Verleihung 2007 gewann sie 5 Preise, darunter den für das beste zeitgenössische R&B-Album. In ihrer ersten Single, Déjà Vu, geht sie zurück zu ihrer Herkunft und die Geschichte unserer Familie. Der Song war unglaublich. Er hatte etwas von Michael Jackson. Es gab eine weibliche Band und viele Live-Instrumente. Ersten oder sogar die einzigen, die bei Star Search gerappt haben. Als wir auftraten, waren viele Leute verwirrt und dachten sich, was machen die bloß? Wir traten gegen eine Rockband an. Die waren alle über 30. Wir waren 11, 12 Jahre alt und machten einen Bobby Brown-Tanz. Das war ein großer Kontrast. Als wir unsere Punkte bekommen sollten, standen wir händchenhaltend da und man konnte unter den verrückten Klamotten unsere Herzen schlagen sehen. Die andere Gruppe gewann. Die Mädchen gaben alles. Es war eine tolle Performance. Und sie bekamen 3 von 4 Sternen. Und die Rockband, gegen die sie antraten, die gewannen 5 oder 6 Mal hintereinander. Sie bekamen 4 Sterne. Als die Mädchen das Ergebnis hörten, konnte man sehen, wie es ihnen das Herz brach. You could just see their hearts just being torn apart. It was like having. Es war, als ob jemand eine Luftblase platzen lässt. Like an excitement bubble. Vor allem, weil wir Kinder waren. Because I remember we were. Wir waren immer sehr geheimniskrämerisch und wollten nicht, dass irgendjemand weiß, was wir taten. Und jetzt sahen alle unsere Freunde uns im Fernsehen versagen. Wir waren am Boden zerstört. Wir fingen sofort an zu heulen. Es war, als ob sich unser kleiner Traum verabschiedete. Es war das Ende der Welt. Auch wenn Beyoncé Knowles mit ihrer Band Girls Time bei Star Search verlor, war das der Grundstein für ihren späteren Erfolg. Nach der Niederlage wollte Beyoncés Vater Matthew Knowles herausfinden, wie man die Mädchen motivieren und weiterbringen konnte. I go up to Ed McMahon and I say, Mr. McMahon, I'm a father.
Ich ging zu Ed McMahon und sagte ihm, ich bin der Vater. Die Kinder sind am Boden zerstört. Können Sie mir irgendetwas sagen, einen Ratschlag geben? Und er sah mich an und sagte, Mr. Knowles, aus irgendeinem uns unbekannten Grund hört man von denen, die in dieser Show mehrmals gewinnen, nie wieder irgendetwas. Und die Künstler, die wirklich Talent haben, die gehen zurück, strukturieren sich neu und suchen sich neue Ziele. Das habe ich nie vergessen. Matthew Knowles nahm sich den Ratschlag von Ed McMahon sehr zu Herzen. Nachdem wir bei Star Search verloren hatten, dachten wir, es ist aus. Wir werden niemals einen Plattenvertrag bekommen. Doch mein Vater sagte uns, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr singen wollt, ist es noch nicht vorbei. Ich werde euch helfen. Ich dachte mir, ich muss mich mehr einsetzen. Ich beschloss, mich zu verändern und gründete die Managementfirma Music World. Es war eine harte Zeit. Wir waren an zwei regelmäßige Einkommen gewöhnt und mussten nun anfangen zu sparen. Die Familie brachte viele Opfer. Die Mädchen hatten fast keine Freizeit mehr. Sie waren ständig im Studio oder auf Tour. Ich erinnere mich, dass mein Vater regelrecht in Copyshops wohnte. Spät nachts machte er die Präsentationspakete und CDs fertig und schickte sie zu Plattenfirmen. Matthew und ich lebten für eine Weile getrennt. Ich fand, er war besessen geworden. Die Situation bereitete ihm viel Stress. Zurückblickend finde ich es unglaublich, welche Opfer mein Vater, meine Mutter und meine Schwester aufgebracht haben. Mein Vater muss wirklich sehr an uns geglaubt haben. Alle sagten, Matthew, Tina, was ist los mit euch? Seid ihr verrückt geworden? Das wird niemals funktionieren. Wir zogen an einem Strang und alles ging gut. Als Matthew Knowles das Management für Girls Time übernahm, strukturierte er die Band um. Das Sextett wurde ein Quartett. Beyoncé, Kelly Rowland und Latavia Robertson blieben. LaToya Luckett kam neu hinzu. Sie brauchten nun einen neuen Namen. Man dachte an Klischee, Something Fresh oder The Dolls. Doch dann fand Tina Knowles in der Bibel das Wort Destiny für Schicksal. Matthew machte daraus Destiny's Child. Destiny's Child begann als Vorgruppe bei berühmten R&B-Gruppen wie Drew Hill und Imager zu spielen. 1996 nahm Columbia Records die Band unter Vertrag. Ein Jahr später veröffentlichte sie den Song Killing Time. Er kam auf den Soundtrack zu dem Film Man in Black. Ein guter Anfang, aber noch weit entfernt von echter Berühmtheit. Mein Geschäftspartner kam von einer Flugreise zurück und erzählte mir, dass diese Gruppe, Destiny's Child, in der ersten Klasse auf ihn zugekommen war und a cappella für ihn gesungen hatte. Sie gaben ihm ein Demo und er gab es mir. Ich habe es mir nicht angehört. Girlgroups haben mich nie interessiert, aber Destiny's Child hat mein Interesse geweckt. Diese süßen jungen Mädchen waren so unverbraucht und frisch. 1998 ging die Gruppe ins Studio, um mit Hilfe der versierten Produzenten Wyclef Jean und Jermaine Dupri ihr erstes Album aufzunehmen. Nach monatelanger Arbeit veröffentlichte Destiny's Child ihr gleichnamiges Album. Wir waren kurz davor, die Single zu veröffentlichen und baten Wyclef, einen Remix zu machen. Er sagte, ich habe einen Flug um 9.30 Uhr, also habe ich nur eine halbe Stunde Zeit. Beyoncé begann Witze zu machen und er fragte, hey, was war das? Sie sang den Song No, No, No ganz schnell, das hat ihm gefallen. No, No, No erreichte Platz 1 der Billboard-Charts. Das Debütalbum von Destiny's Child war genauso erfolgreich wie die Single No, No, No Part 2. Die Gruppe begann intensiv auf Tour zu gehen und ihre Platte zu bewerben. Sie spielten als Vorgruppe von Boyz II Men und Uncle Sam.
1999 gingen Beyoncé und die Mädchen zurück ins Studio. Sie mussten sich abgrenzen von der Masse anderer Newcomer dieser Zeit. Im Sommer tauchten sie wieder mit ihrer neuen CD The Writings on the Wall auf. Alle Zweifel, ob die Mädchen erfolgreich bleiben würden, waren Sie war von Anfang an begabt. Diese großartige Stimme kam aus diesem 12 Jahre alten Mädchen, wie aus dem Nichts. Die Leute sagten schon immer, dieses Mädchen wird es schaffen. Sie ist so erwachsen, als wäre sie schon mal auf der Welt gewesen. Eine talentierte Frau hatte einen Traum, ein Ziel, eine Sehnsucht. Und sie tat alles, was nötig war, um ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Sie will einfach immer ihr Bestes geben. Egal ob in der Musik, den Bühnenshows, dem Image. Sie gibt immer ihr Bestes. Sie ist dreifach begabt. Sie kann alles, singen, tanzen und schauspielen. Sie ist ein Star, man muss sie ansehen. Sie ist die am härtesten arbeitende Frau im Showgeschäft, das sagte James Brown. Alles, was Beyoncé im Musikgeschäft macht, macht sie mit Leidenschaft. Ich glaube, sie ist wirklich die größte Künstlerin überhaupt. Ein neues Idol wurde erschaffen, denn das ist sie, ein Idol. Beyoncé Knowles ist eine der größten Popstars der Welt. Sie hat die Stimme, die Bewegungen, das Aussehen. Sie lebt ihren Traum. Doch auch sie musste hart dafür arbeiten, diesen Traum wahr werden zu lassen. Beyoncé hat in ihrer Karriere nicht immer den leichtesten Weg eingeschlagen und war auch bereit, große Risiken auf sich zu nehmen. Bei meinem ersten Soloalbum war es ein bisschen seltsam. Ich war erwachsener. Ich hatte andere Dinge zu erzählen und einen neuen Stil. All die Stereotypen zu durchbrechen machte mir Angst. Ich war nervös, nicht sicher, ob ich die richtigen Singles hatte, die richtigen Regisseure ausgewählt hatte, denn es ging ja nur noch um mich. Die musikalische Karriere war die eine Sache, den Beifall Hollywood zu gewinnen eine andere. Die Schauspielerei macht mir Angst. Ich fühle mich dann immer wie ein kleines Kind. Sie ist nicht immer erfolgreich gewesen. Alle unsere Freunde sahen uns im Fernsehen versagen. Wir waren am Boden zerstört. Durch alles hindurch blieb sie fokussiert und wurde eine Pop-Diva, die von einem Medium ins andere wechseln konnte. Und das tat sie mit Anmut und Selbstbewusstsein. Beyoncé Giselle Knowles wurde am 4. September 1981 als erstes Kind von Matthew Knowles und Tina Beyoncé geboren. Die Familie, die zur gehobenen Mittelklasse gehörte, wohnte in Houston. Ich wuchs in Houston, Texas auf. Und noch immer fühle ich mich zu Hause willkommener als überall sonst auf der Welt. The same Southern hospitality anywhere around the world. Es gibt keinen Ort wie Texas. There's no place like Texas. Was viele nicht wissen, sie sang im Kirchenchor. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man weiß, auf welcher großen Plattform sie sich heute bewegt. Sie sang damals in unserer kleinen Kirche in der Innenstadt von Houston. Und das hat bestimmt einen Kirchenchorzuwachs auf der ganzen Welt bewirkt. Beyoncé hatte schon damals eine großartige Stimme. Sie begann zu singen und die Erwachsenen waren verblüfft und fragten sich, wo kommt das denn her? Eines Tages, sie war in der ersten Klasse, kam sie nach Hause und sagte, sie will bei einem Talentwettbewerb mitmachen. Ich arbeitete bei Xerox und Tina hatte einen Friseursalon und wir sagten, das ist gut, Kleines, mach das. Such dir einen Song aus und arbeite daran. Wir dachten nicht weiter darüber nach. Dann kam der Tag, an dem sie singen sollte und wir als anständige Eltern waren natürlich dabei.
attended this event. She got on. Sie war ein schüchternes Kind, doch auf der Bühne wurde sie plötzlich lebendig und präsent. Took over the stage. She was totally. Sie war selbstbewusst und ging auf das Publikum ein. Sie bekam stehenden Beifall. Dann kam sie zurück zu uns und sagte: Mami, Dad, wann kriege ich meine $100 und meine Trophäe? Und wir sagten: Woher willst du wissen, dass du gewonnen hast? Und sie sagte: Ich weiß, dass ich gewonnen habe. Mein Mann und ich dachten uns: Wer ist dieses Kind? Danach merkte man, dass ein gewisses Talent vorhanden ist. Sie bekam Gesangsstunden und der Rest ist Geschichte. 1992 wurde die 10-jährige Beyoncé für eine neue weibliche R&B-Band gecastet. 6 Mädchen wurden ausgewählt, einschließlich Beyoncé und ihre Cousine Kelly Rowland. Damals hießen wir Girls Time. Wir sangen in Supermärkten und im Friseursalon meiner Mutter. Immer wenn wir eine kleine Show vorbereitet hatten, probierten wir sie im Friseursalon aus. Es gab da eine Bühne in der Mitte, die war eigentlich für die Maniküre. Wir haben dort Platz gemacht und die Kinder singen lassen. Die Kunden fanden das nicht immer gut. Sie saßen unter den Haartrocknern und die Kinder zwangen sie, sich die Show anzusehen. Wenn man uns Trinkgeld gab, wussten wir, dass es gut war. Wenn nicht, mussten wir mehr an uns arbeiten. Manchmal wurden wir ignoriert. Die Leute dachten: Mein Gott, da kommen diese Kinder wieder. Ich will mir doch nur meine Haare machen lassen. Das war eine lustige Zeit im Friseursalon. Um 7 Uhr morgens gingen wir hinein und sangen den ganzen Tag. Girls Time war ein großer Erfolg in Houston. Und man war sich sicher, dass ein Auftritt bei Star Search sie zu landesweiten Stars machen würde. Als ich erfuhr, dass wir bei Star Search auftreten sollten, war ich sehr aufgeregt. Es war das erste Mal, dass ich im Fernsehen war und Star Search war damals eine wichtige Sendung. Die Mädchen und ich probten und probten. Wir dachten, das ist unsere Chance, Stars zu werden. Wir traten mit einem Song auf, der sich an Hip-Hop und Rap orientierte. Ich glaube, wir waren die hinweggefegt, als die Platte Nummer 1 der R&B-Charts wurde. Die Single-Auskopplungen waren 2 Nummer 1-Hits, Bills, Bills, Bills und einer ihrer größten Hits, Say My Name. Das Album wurde weltweit 13 Millionen Mal verkauft und allein 8 Millionen Mal in den USA. Mein Partner sagte: Ich habe dir doch mal eine CD gegeben. Weißt du, wer das war? Ich sagte: Nein. Und er fragte mich: Was hast du mit der CD gemacht? Ich habe sie weggeworfen. Mann, das waren Destiny's Child. Beyoncé entwickelte sich als Songschreiberin. Sie hatte alle möglichen Ideen. The Writings on the Wall war so ein tolles Album für uns. Such a great album for us. Es hatte so viel Substanz. Bei unserem ersten Album hatten wir das Gefühl, Fehler gemacht zu haben. Diese haben wir dann versucht zu verbessern. Beyoncé und Destiny's Child waren ganz oben in der Popwelt angelangt. Doch es gab viele innere Spannungen. LaToya Luckett und LaTavia Robertson verließen die Gruppe. Es ist unklar, ob sie freiwillig gingen. Dadurch wurde die Gruppe auseinandergerissen. Als 2 der Mädchen Destiny's Child verließen, gab es eine Auseinandersetzung darüber, ob Matthew als der Manager Beyoncé zu viel Aufmerksamkeit schenkte und das Geld nicht fair teilte. Es war eine harte Zeit, als LaTavia und LaToya uns verließen. Für mich und Beyoncé. Und auch für Matthew, Tina und Solange. Wir waren ziemlich deprimiert, denn wir waren ja über 5-6 Jahre zusammen gewesen, seit wir 11 oder 12 waren. Und nun waren diese Freunde weg. Die ursprüngliche Band gab es nicht mehr. Wie würden die neuen Destiny's Child klingen? Und wie würde das Publikum reagieren? Bis zum Jahr 1999 hatten Beyoncé Knowles und Destiny's Child mit ihren ersten beiden Alben einen Riesenerfolg erzielt. LaTavia Robertson und LaToya Luckett hatten die Band unerwartet verlassen.
Doch eine neue Stimme war auf dem Weg. Ich habe einen Anruf bekommen, ob ich für Destiny's Child vorsingen möchte. Früher hatte Michelle Williams in der Nähe von Chicago im Kirchenchor gesungen. Ihre Stimme war ein großer Gewinn für die Harmonien und alle drei Mädchen verstanden sich fantastisch. Michelle kam vorbei und wir machten sofort das Say My Name Video. Das war echt seltsam. Meine Haare wurden neu gemacht, das Make-up, Kleider wurden entworfen. Weltberühmte Maskenbildner und weltberühmte Musikvideoregisseure kamen vorbei. Ich hatte überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich musste sofort nach Los Angeles und das ging dann über Jahre so weiter. Ich erinnere mich sehr gut, als wir beim Videodreh von Say My Name waren. Es gab einen weißen, einen blauen und einen roten Raum. Das war Beyoncés Idee. Sie sagte, lass uns irgendwas echt Heißes ausprobieren. Lasst uns posieren. Und es hat funktioniert. Say my name, say my name. No one is around you. Say baby, I love you. Die Single Say My Name gewann 2001 zwei Grammy Awards. Einmal für die beste R&B-Performance einer Gesangsband und einmal für den besten R&B-Song. Für ein paar Monate versuchte man mit Farrah Franklin wieder ein Quartett zu bilden. Doch schließlich entschied man sich für die erprobte Destiny's Child-Aufstellung. Beyoncé, Kelly und Michelle. Die Änderungen in der Besetzung hatten keinen negativen Einfluss auf den Erfolg der Gruppe. Beyoncé und Kelly hießen Michelle in der Gruppe willkommen und über die Jahre wurden sie zu guten Freundinnen. Wir waren wie Schwestern. Auf unseren Tourneen wurden wir zu guten Freundinnen, denn wir hatten ja nur uns. Das Wichtigste für uns ist, dass unsere Freundschaft bestehen bleibt. Wir haben ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. Es ist so natürlich, dass wir uns wie Schwestern fühlen. Wir würden alles füreinander tun. Das kommt von tiefstem Herzen. Und das ist so schön, denn die besten Erinnerungen meines Lebens teile ich mit Michelle und Kelly. Destiny's Child waren bekannt für ihre flüssigen R&B-Harmonien. Auf den Konzerten waren sie alle drei Stars. Doch es war klar, dass Beyoncé eine ganz spezielle Funktion innehatte. Sie war nicht nur eine ausgezeichnete Sängerin, sondern auch eine versierte Songschreiberin. Beyoncé ist eine großartige Führungsperson. Und ich glaube, gute Führungspersonen prahlen nicht damit. Sie sind es einfach. Eine normale Künstlerin hätte vielleicht eine Platte aufgenommen und sich dann 2 Jahre freigenommen. Sie macht das nicht. Sie arbeitet jeden Tag für ihre Fans. Ich werde nie vergessen, wie wir Thanksgiving für die Dallas Cowboys gesungen haben. Sie meinte, lasst uns Schlagzeug spielen. Lasst uns die Sticks falsch herumnehmen und überall draufhauen. Ich sagte, meinst du das ernst? Wir haben das gemacht und es hat geklappt. Sie will einfach immer etwas ausprobieren. Survivor, das dritte Album von Destiny's Child, kam im Frühjahr 2001 heraus und stieg auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts und den R&B-Hip-Hop-Album-Charts. Obwohl die Besetzung nun seit 2 Jahren die gleiche war, wiesen die Medien weiterhin auf die früheren Wechsel hin. Als Survivor herauskam, bewegten wir uns wirklich mit Lichtgeschwindigkeit. Wir haben alles gemacht. Es war der Höhepunkt unserer Karriere. Das Album Survivor war für alle Menschen, die etwas loswerden wollten. Es gab viel böses Blut in der Industrie. Man sagte, dass Beyoncé für all die Wechsel verantwortlich war. Das war unfair. Beyoncé wurde für den natürlichen Reifeprozess einer Gruppe verantwortlich gemacht. Im Radio machte man Witze darüber, wer der Überlebende der Survivor sein würde, der am Ende bei Destiny's Child übrig bleibt. Also haben wir einen Song daraus gemacht. 2001 wurde Beyoncé Knowles zur Songschreiberin des Jahres gewählt. Sie war die erste Afroamerikanerin und die zweite Frau überhaupt, der dies gelang. Destiny's Child war ein Phänomen.
International wollten viele Radiostationen keine R&B-Musik spielen, doch sie änderten wegen Survivor ihr Format. Destiny's Child hat so viele Grenzen gesprengt. And I think Destiny's Child broke so many barriers. They were unstoppable. Sie waren nicht mehr aufzuhalten. Sie waren schön, jung, aufregend. Sie hatten ein gutes Image und keine Dramen im Privatleben. Sie waren einfach etwas Besonderes. Ich erinnere mich, wie Matthew sagte, wisst ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr habt so unglaublich viele Platten verkauft. Manchmal vergesse ich es wieder. Ich weiß es zwar irgendwie, aber ich vergesse es manchmal. Es war einfach eine tolle Zeit in unserem Leben. Wir waren so jung, so hungrig und so aufgeregt. Ich bin glücklich, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Beyoncé und Destiny's Child waren an der Spitze der Musikwelt. Deshalb war es ein Schock für die Fans, die Medien und die Musikindustrie, als die Mitglieder der Band Solokarrieren ankündigten, um neue künstlerische Erfahrungen zu machen. Es war eine ganz normale Entwicklung von Mädchen zu Teenagern zu Frauen. Sie wollten eben ihre eigenen Sachen machen. Solo-Projekte zu machen war eine natürliche Sache. Es war Teil des Erwachsenwerdens. Vor allem, wenn man so jung eine Band gründet. Wir waren 9, wir waren Babys. Es ist wichtig, auszubrechen, eigene Wege zu gehen und eigene Entscheidungen zu treffen. Würden es alle drei schaffen, individuell erfolgreich zu sein? Im Jahr 2002 hatten Destiny's Child einen Charterfolg nach dem anderen. Die Ankündigung der drei Sängerinnen, Soloprojekte zu machen, war ein großer Schock für die Fans und die Musikindustrie. Als erstes veröffentlichte Michelle ihr Album Heart to Yours. Es erreichte im April 2002 Platz 1 der Gospelcharts. Kelly veröffentlichte noch im selben Jahr Simply Deep, das in Großbritannien Nummer 1 wurde. Beyoncés Schwester Solange arbeitete an beiden Alben mit. Zwar wollte Beyoncé ebenfalls eine Solokarriere starten, das betraf aber nicht ihr Privatleben. Obwohl sie sich nie öffentlich dazu äußerte, ist es kein Geheimnis, dass sie seit 2002 öfter mit dem Rap-Superstar Jay-Z gesichtet wurde. Beyoncé und Jay-Z sind seit mehreren Jahren zusammen. Sie halten ihr Privatleben geheim. In all ihren Interviews versucht sie, ihr Privatleben so gut es geht geheim zu halten. Aber Beyoncé und Jay-Z arbeiten sehr oft zusammen. Es ist klar, dass sie seit einigen Jahren zusammen sind. Sie sind die königliche Familie des Hip-Hop. Sie ist die Königin und er ist der König. Es ist ihre Zeit. . 2003 veröffentlichte Beyoncé ihr erstes Soloalbum Dangerously in Love. Bei meinem ersten Soloalbum war es ein bisschen seltsam, weil ich erwachsen geworden war. Ich hatte andere Dinge zu sagen und einen neuen Stil. Wenn man ein neuer Künstler ist, haben die Leute keine Erwartungen. Sie wissen nicht, wer du bist. Das ist viel einfacher. Doch die Leute glaubten mich bereits zu kennen. All die Klischees zu durchbrechen, machte mir Angst. Die Leute warten regelrecht darauf, dass man versagt. Doch man kommt immer wieder an die Spitze. Das ist Beyoncé. Beyoncé ging mit ihrer Solokarriere noch einen Schritt weiter. Sie war nicht nur der Star von Dangerously in Love, sondern schrieb und produzierte das gesamte Album. Ich habe immer schon die Singles für Destiny's Child geschrieben. Es fällt mir viel leichter zu schreiben, wenn ich die anderen Mädchen im Kopf habe. Also war es wirklich schwierig. Ich war nervös, wusste nicht, ob ich die richtigen Singles hatte, ob ich die richtigen Regisseure ausgewählt hatte. Denn es ging ja nur noch um mich. Ich konnte nur aus dem Bauch heraus entscheiden. Zum Glück hat es den Leuten gefallen. Ihre Single und ihr Album waren gleichzeitig auf Platz 1 in den Charts der USA und Englands. Seit Man at Work 1983 war das niemandem mehr gelungen. Und sie war die erste Frau, die diesen Erfolg erzielte.
Crazy in Love. Crazy in Love wird als einer der besten Songs in die Geschichte eingehen. Ich hoffe, das kommt aus den frühen Tagen, als sie all diese Platten angehört hat. Jedes Wochenende und jeden Abend wurde in unserem Haus Musik gespielt. Die zweite Single Baby Boy blieb 9 Wochen lang die Nummer 1 der Charts. 2004 gewann Beyoncé 5 Grammy Awards für das Album. Crazy in Love war die erste Single. Sie wurde Nummer 1. Und dann kam dieser großartige Song mit diesem Inselrhythmus. Beyoncé dachte sich, warum nicht mit Jean-Paul zusammenarbeiten? So kam er zu Baby Boy und es gab ein tolles Video. Man wusste, sie ist irgendwie anders. Sie war sehr schüchtern. Doch als sie anfing zu singen und zu tanzen, war sie wie eine andere Person. Es kam wie aus dem Nichts. Sascha ist mein alter Ego. Das ist die Person, die ich auf der Bühne bin. Das klingt verrückt, aber ich bin wirklich eine andere Person auf der Bühne. Der Ton meiner Stimme ist anders, ich laufe anders, ich tue manche Dinge unbewusst. Ich weiß nicht mal, was ich tue. Das ist in gewisser Art und Weise mein Schutz. Es liegt daran, dass ich ein wenig schüchtern oder eher zurückhaltend bin. Ich gehe nicht in einen Raum und ziehe die Aufmerksamkeit der Männer auf mich. Ich fühle mich unter Freunden viel wohler. Sascha ist das genaue Gegenteil. Das erlaubt mir, alles zu sagen oder zu tun oder jemand anders zu sein. Ich weiß nicht mal, wie Beyoncé zu Sascha wird. Das ist so eine drastische Veränderung. Sascha ist verrückt. Sascha ist alles egal. Ich hätte Angst vor ihr, wenn sie Sascha von der Bühne mitbringen würde. Was werden Beyoncé und Sascha nach ihrem erfolgreichen Soloalbum als nächstes machen? Nach dem Erfolg von Dangerously in Love im Jahr 2003 war es klar, dass sich dieser Schritt bezahlt gemacht hatte. Doch das Trio kam 2004 wieder zusammen und machte da weiter, wo es aufgehört hatte. Sie nahmen das heiß erwartete Album Destiny Fulfilled auf. Es wurde am 15. November 2004 veröffentlicht und erreichte Platz 2 der Billboard-Charts. Es wurde weltweit 7 Millionen Mal verkauft. 2005 folgte eine große Welttournee. Destiny Fulfilled ist für mich das beste Album, das wir je gemacht haben. Die ersten paar Tage im Studio haben so viel Spaß gemacht. Wir haben uns unterhalten und es gab viel zu essen. Wir hätten über all dem fast vergessen, dass wir ja dafür bezahlt wurden und hier waren, um Aufnahmen zu machen. Doch nur unsere Gespräche wurden aufgenommen. Die sind top secret. Und diese haben sich dann zu unseren Songs entwickelt. Ich glaube, wir haben uns alle dadurch verbessert, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Das hat sich positiv auf Destiny's Child ausgewirkt. Deswegen waren das Album und die Tour so großartig. Wenn ich daran zurückdenke, muss ich fast weinen. Die 70-Städte-Tournee durch Australien, Asien, Europa und Nordamerika dauerte von April bis September. Die Auftritte waren ein großer Erfolg. Doch während der Tour sehnten sich alle drei wieder zurück nach der künstlerischen Freiheit, die sie in ihrer Solokarriere genossen hatten. Sie kündigten an, sich nach der Tournee aufzulösen. And I love y'all. We gonna perform like it's our last time tonight. That's right. Technically it is. Doch eine neue Karriere wartete auf Beyoncé. Sie begann, sich der Schauspielerei zu widmen. Die Schauspielerei macht mir Angst, aber es ist eine schöne Angst. Ich fühle mich wieder wie ein Kind. Ihre ersten Erfahrungen vor der Kamera machte sie schon als kleines Kind. Ich hatte Anfang der 1980er Jahre eine Videokamera. Sie hat also viel Erfahrung.
2002 spielte Beyoncé im dritten Teil von Austin Powers die Foxy Cleopatra. Der Film wurde ein Kassenschlager und spielte über 213 Millionen Dollar ein. Es macht mich sehr nervös und unsicher, aber es ist aufregend. Ich weiß, dass ich Alben schreiben und auf Tour gehen kann. Aber die Schauspielerei ist etwas völlig Neues für mich. Ich mag das Unbekannte, das Risiko. Wie in ihrer Gesangskarriere auch, konnte man beobachten, wie ihr Spiel immer besser wurde. 2003 spielte sie in dem Film The Fighting Temptations mit und war 2006 zusammen mit Steve Martin in Pink Panther zu sehen. Es war schlau von ihr, sich mit großartigen Schauspielern zu umgeben. Ich versuche, mich an guten Schauspielern zu orientieren, um von ihnen zu lernen. Ich wollte weiter Filme drehen, um mich selbst herauszufordern. Beyoncé hat immer gesagt, sie wolle ein dreifaches Genie werden. Als Songschreiberin, Künstlerin und als Schauspielerin. Wenn ich einen Film mache, inspiriert mich das zu neuer Musik. Ich bleibe frisch und habe das Gefühl, wieder von vorne anzufangen. Innerhalb von 2 Wochen wechselte sie von einem Film zu einem Album und ging dann auf Tournee. Das ist wirklich viel. Allein wenn man sich das vorstellt, bleibt einem die Luft weg. 2006 spielte Beyoncé die Rolle der Dina Jones in der filmischen Adaption des Broadway-Musicals Dreamgirls. Es war eine Traumrolle. Sie konnte ihre Fähigkeiten als Schauspielerin und als Sängerin direkt gegenüberstellen. Dina war meine Traumrolle. Sie war so darauf fixiert, Dina zu sein und jede einzelne Szene zu meistern. Beyoncé war in diesem Film wirklich gut. Sie hat für ihre Rolle viel Gewicht verloren. Das zeugt von hohem Einsatz. Sie hat sich wirklich physisch verändert. Sie war so überzeugend, dass die Leute ständig von der Ähnlichkeit zwischen ihr und der Rolle sprachen. Und sie sagte, nein, das ist nur eine Rolle. Das zeugte von großer schauspielerischer Leistung. Für Dreamgirls wurde Beyoncé für 2 Golden Globes nominiert. Unter anderem für ihren Titelsong Listen. Nach dem Erfolg von Dreamgirls wollte Beyoncé die Rolle der Dina hinter sich lassen und wieder Musik machen. Im Studio nahm sie ihr 2. Soloalbum B-Day auf und veröffentlichte es am 4. September 2006, ihrem 25. Geburtstag. B-Day kam genau in der Woche in die Läden, in der sie Geburtstag hatte. Es ist seltsam, aber wenn man für längere Zeit eine Rolle spielt, dann verliert man sich selbst aus den Augen. Mit B-Day wurde ich wiedergeboren und habe Dina losgelassen. Das Album ist sehr aggressiv, sehr Hip-Hop-lastig. Es hat wenig mit meiner Persönlichkeit zu tun, sondern eher mit jemandem, der in einem Käfig war. Und so habe ich mich gefühlt. Ich musste raus. Das hat mich für das Album inspiriert. Das ist interessant, denn ohne den Film hätte das Album vielleicht mehr nach Dangerously in Love geklungen. In der ersten Woche verkaufte sich B-Day in den USA mehr als 541.000 Mal und erreichte sofort Platz 1. Das war ein Rekord in ihrer Karriere. Das ist das erste Mal, dass ich